Jetzt bin ich hier wieder allein in Queenstown und ich habe mich irgendwie ein bisschen einsam gefühlt, so nach dem Roadtrip, wo wir immer zusammen waren. Und außerdem wusste ich auch nicht so genau, was ich hier machen soll, weil man sehr, sehr viele Attraktionen halt machen kann und sehr viel Geld ausgeben kann dabei. Es war aber eine super schöne Stadt eigentlich. Und ja, letztendlich habe ich mich am Ende auch noch mit einigen Leuten getroffen. Hast du denn ausgeschlafen? Heute bin ich allein auf einen sehr hohen Berg gewandert und am Anfang dachte ich auch nicht, dass ich es noch nach ganz oben schaffe. Habe ich dann aber letztendlich, und es war auch erstaunlicherweise gar nicht so anstrengend, wie ich es gedacht habe. Und ich hatte eine super schöne Aussicht und war irgendwie 8 Stunden unterwegs. Ich mache jetzt nochmal Woofing. Ich war letzte Woche in Queenstown, eine Woche lang im Hostel. Und dann habe ich mich dazu entschieden, jetzt nochmal halt Woofing zu machen. Und bin jetzt so 10 Minuten außerhalb von Queenstown und mache hier Woofing. Und es ist einfach so krass schön hier. Es ist einfach so riesig schon wieder. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer so Glück mit den Woofing-Plätzen. Und hier ist sozusagen so eine Art Turm. Und zu meinem Zimmer geht es dann hier rein. Das ist einfach richtig, richtig schön. Und die Japanerin Momo ist auch hier. Die hatte ich ja in Kerikeri am Anfang getroffen und dann nochmal zufällig irgendwo anders. Und jetzt sehe ich sie am Ende irgendwie nochmal wieder. Das ist echt schön. Sind wir hier ein paar Tage. Ich habe jetzt einfach nur noch 2 Wochen in Neuseeland und das ist einfach so krass, wenn ich so darüber nachdenke. Ja, ich hatte fast 6 Monate fast in Neuseeland. Und ich kann mich wirklich noch an alles so genau erinnern. Und jetzt habe ich einfach nur noch 2 Wochen. Das hört sich so krass an. Also 2,5, um genau zu sein. Aber trotzdem ist es halt so wenig. Und ich habe gerade meine erste richtige, also nicht richtige, aber ein bisschen Erkältung. Ich bin diesen Ben Lemon Track gelaufen. Und war halt im Top und so. Das war ein bisschen schlecht, glaube ich, wegen dem Wind. Weil es dann eigentlich doch relativ kalt war. Genauso, als ich dann abends nach draußen war und dann auch nur im Top rumgelaufen bin, obwohl es vielleicht so 10 Grad war in der Nacht. Und jetzt habe ich halt Halsschmerzen, aber ich hoffe, das geht bald wieder weg. Ich nehme jetzt einfach ganz viele Medikamente. Ich meine, einmal kann man es ja machen. Ich will jetzt echt nicht krank sein. Und ich habe einfach so viel gerade so über Timing nachgedacht. Ich finde das einfach so krass. Es ist so, es ist mir gestern so in den Kopf gekommen, weil ich bin halt mit Momo den Berg hochgelaufen abends und wir sind halt so angekommen und da war einfach so ein krasser Regenbogen. Der war wirklich so hell, also man konnte auch alle Farben richtig sehen. Double Rainbow Factory. Yeah, me too. Oh. Und dann ist er halt so nach 5 Minuten verschwunden. Und ich dachte mir nur so, krass. Und wären wir ein bisschen später losgegangen, hätten wir ihn nicht gesehen. Und ich wollte eigentlich ein bisschen früher losgehen. Das heißt, dann hätten wir ihn wahrscheinlich verpasst. Also einfach wie so, ich kann es irgendwie nicht so beschreiben, was ich da so denke. Aber ich finde es einfach unglaublich, dass man sozusagen, also man, ja. Man weiß ja nicht, was passiert, wenn man sich für die eine Sache entscheidet oder eben anders entscheidet. Aber das macht es irgendwie halt so spannend und das Timing beeinflusst einfach unser Leben so sehr, dass, also es natürlich gibt es auch mal Kleinigkeiten, wo es jetzt nicht so verändert wird, aber zum Beispiel auch, wenn man neue Leute trifft oder neue Leute in dein Leben kommen. Auch wenn es dann vielleicht mit denen, sagen wir mal, wenn es mit denen blöd ist, dann war es vielleicht doch nicht so eine gute Erfahrung, aber es ist einfach so, wie es alles so zusammenhängt. Ich finde das einfach so krass.
Ja, und irgendwie, also man kann sozusagen, zwar hat man jetzt nicht so die Kontrolle über das Leben, aber man sieht halt, wie man alles dadurch verändern kann, durch Entscheidungen und sowas. Wenn man sich halt anders entscheidet, kann man sich wieder, kann sich das Leben wieder in die komplett andere Richtung drehen, sozusagen. Und das ist ja mega interessant. Do you want to stay here? I'm not sure about